Jesus Christus, meine Damen und Herren. Muss ich erst mal googeln, wer das war. Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, steht hier, war möglicherweise schwarz. Man hört ja immer wieder und liest, der schwarze Jesus. Manche behaupten sogar, es gab ihn gar nicht. Aber in einem sind sich alle einig, Jesus war sehr, sehr männlich. Identifizierte sich als Mann, Pronomen he, his, der Sohn Gottes. Umso krasser finde ich den Titel des nächsten Slams von Linus Möllenbrink von der Uni Heidelberg, Jesus als Mutter. Ich hoffe nur, dass der Slam keine religiösen Gefühle verletzt. Falls Sie welche haben, halten Sie sich am besten die Ohren zu. Ansonsten seien Sie gespannt auf den Vortrag von Linus, ich bin es auch. Den langen, weiten Weg von Heidelberg nach Frankfurt, Linus Möllenbrink. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Guten Abend. Ich bin Mediavist. Mediavistik, das ist die Wissenschaft vom Mittelalter. Ich bin also Mittelalterwissenschaftler. Und wenn ich das erzähle, dann fragen mich die Leute meistens als erstes, was ich damit später mal werden will. Aber ich muss sagen, ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen um meine Zukunft, weil ich mich wirklich breit aufgestellt habe. Ich habe nämlich nicht nur Mittelalterwissenschaften studiert, sondern auch noch Renaissancewissenschaften. Und ich würde euch... Vielen Dank. Ja, ich würde euch gerne heute Abend erzählen, was man so macht als Mittelalter- und Renaissancewissenschaftler. Ich habe nämlich gerade ein neues Forschungsprojekt vor ein paar Jahren angefangen. Da geht es um Geschlechterrollen in der religiösen Literatur des Mittelalters. Darüber würde ich euch gerne mehr erzählen. Klären wir aber vielleicht erstmal ein paar Grundbegriffe. Mittelalter, das ist die Epoche zwischen Antike und Neuzeit, geht in Europa so ungefähr von 800 bis 1500 nach Christus, je nach Definition. Ich gucke mir die letzten 300 Jahre davon an. Räumlich geht es bei mir um Quellen aus dem heutigen Mitteleuropa, wobei mein Schwerpunkt auf der deutschen und lateinischen Literatur liegt. Damit sind wir dann eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, Literatur. Leute fragen mich oft, ob es das überhaupt schon gegeben hat, Literatur im Mittelalter. Gab es, sonst wäre ich arbeitslos. Und das verdanken wir vor allem fleißigen Nonnen und Mönchen wie ihm hier, die Unmengen von Texten von Hand abgeschrieben und kopiert haben. Das ist übrigens Vollmar, der Sekretär der heiligen Hildegard von Bingen. Die kennt ihr vielleicht noch aus dem Reformhaus. Vielen Dank. Ja, und wenn ich jetzt von Mönchen und Nonnen geredet habe, dann erklärt das auch schon ein bisschen, was es mit der religiösen Literatur auf sich hat. Ein Großteil der mittelalterlichen Literatur beschäftigt sich eben mit christlichen Themen. Das sind dann zum Beispiel Predigten, Gebete oder Auslegung der Bibel. Und solche Texte schaue ich mir in meinem Projekt an. Und ich kann mir vorstellen, wir reden also jetzt über Geschlechterrollen in der religiösen Literatur des Mittelalters. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar vielleicht im Publikum jetzt so denken, Geschlechterrollen und Christentum, was soll da schon Spannendes bei rumkommen? Viele denken ja heute bei der Kirche erstmal an verstaubte Sexualmoral, Homophobie, Unterdrückung von Frauen. Und man würde jetzt erstmal nicht unbedingt denken, dass das vor 800 Jahren noch irgendwie besser war. Ich möchte euch aber heute zeigen, dass die Vorstellung von Geschlecht und Sexualität im mittelalterlichen Christentum noch ein bisschen offener und diverser waren als heute. Und ich möchte euch eben erklären, warum ich das für eine gute Idee halte, 6 Jahre meines Lebens mit diesem Thema zu verbringen. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich will überhaupt nicht den Eindruck erwecken, im Mittelalter war es alles besser. Also ganz im Gegenteil. Ich persönlich hätte zum Beispiel überhaupt keine Lust, als Frau im 13. Jahrhundert gelebt zu haben. Die mittelalterliche Gesellschaft war extrem patriarchal geprägt und krass frauenfeindlich. Der Mönch und Theologe Thomas von Aquin, zum Beispiel einer der wichtigsten Denker seiner Zeit, der hat versucht, die Minderwertigkeit von Frauen wissenschaftlich zu begründen. Und er hatte dafür voll die gute Idee. Er hat nämlich bei Aristoteles gelesen, dass jede Sache immer etwas ihr Ähnliches hervorbringt. Also Äpfelbäume machen Äpfel, Birnenbäume machen Birnen. Und Thomas hat sich dann überlegt, dass ja logischerweise Männer eigentlich immer Jungen zeugen müssten. Frauen haben für ihn mit der Zeugung nicht so viel zu tun. Das ist auch schon ein bisschen gewagt, könnte man sagen. Ähm,
er überlegt sich auf jeden Fall, dass dann ja logischerweise die Zeugung von Mädchen nur das Ergebnis von widrigen Umständen sein könnte. Zum Beispiel von feuchten Südwinden beim Zeugungsakt. Mädchen sind für Thomas von Aquin deswegen nur missglückte Jungen. Das schreibt er wirklich ganz genau so. Ja, und damit wäre eben in seiner Logik ganz wunderbar die Minderwertigkeit von Frauen bewiesen. Thomas von Aquin wurde übrigens später heilig gesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das was mit seiner Frauenfeindlichkeit zu tun hatte, aber es hat ihm offenbar auch nicht geschadet. Ja, halten wir also fest, die mittelalterliche Gesellschaft ist patriarchal organisiert. Sie basiert auf einem hierarchischen Verhältnis von Männern und Frauen. Und trotzdem können wir beobachten, dass die Vorstellungen von Geschlecht nicht so binär sind, wie das in unserer heutigen Gesellschaft noch zum größten Teil der Fall ist. Es geht also um die Vorstellung, dass es genau zwei Geschlechter gibt, also Männer und Frauen, die sich auch biologisch eindeutig voneinander unterscheiden. Im Mittelalter war das noch nicht ganz so klar. Es gab die verbreitete Vorstellung, dass es biologisch gesehen eigentlich nur ein Geschlecht gibt, von dem dann Männer und Frauen sozusagen unterschiedliche Ausprägungen oder Varianten sind. Das betrifft auch die Geschlechtsorgane. Ich glaube, es ist einigermaßen offensichtlich, dass der Zeichner von diesem Anatomielehrbuch aus dem 16. Jahrhundert einen Penis im Kopf hatte, als er diese Vagina gemalt hat. Ja, was sagt uns das? Erstens, der gute Mann hatte wirklich erstaunlich wenig Ahnung vom weiblichen Körper. Und zweitens, im Mittelalter hat man sich eben vorgestellt, dass die Geschlechtsorgane von Männern und Frauen im Prinzip gleich aussehen, nur bei Männern nach außen gestülpt und bei Frauen nach innen. Und diese sogenannte Eingeschlechtstheorie führte dann auch zu einer größeren Durchlässigkeit der Geschlechtergrenzen. Es gibt zum Beispiel ernst gemeinte medizinische Berichte aus dem Mittelalter darüber, dass Mädchen beim Spielen so stark in Hitze geraten, dass ihre Geschlechtsorgane nach außen ploppen und sie dann mit einem Penis als Jung weiterleben. Also wer das nicht möchte, vielleicht jetzt gerade im Sommer lieber ein bisschen vorsichtig machen. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, und Beispiele für diese Durchlässigkeit der Geschlechtergrenzen, die beobachten wir ganz besonders auch im religiösen Bereich. Das wäre dann mein Thema im engeren Sinne. Man muss sich zum Beispiel nur mal in mittelalterlichen Kirchen umgucken, da kann man ganz erstaunliche Sachen entdecken. Zum Beispiel bärtige Frauen, also nicht sie, sondern sie hier, das ist Wilge Fortis, die im Mittelalter als Heilige verehrt wurde. Aber ich will jetzt über ein anderes Bild sprechen, nämlich, wie versprochen, Jesus als Mutter. In dieser Handschrift aus dem 13. Jahrhundert sehen wir, wie die christliche Kirche, dargestellt als kleine Frauenfigur, von Jesus am Kreuz geboren wird, und zwar aus einer Wunde an seiner Seite. Jesus wird hier also wortwörtlich als Mutter der Kirche dargestellt. Und Jesus als Mutter ist dabei ganz ernst gemeint. Im Mittelalter war es nämlich nicht so abwegig, sich Jesus als Frau vorzustellen. Und um das nachzuvollziehen, müssen wir uns mal seinen familiären Hintergrund anschauen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Jesus aus einer Patchwork-Familie kommt. Er hat zwei Väter, Josef und Gott, beziehungsweise den Heiligen Geist. Und das Komplizierte daran ist jetzt, keiner der beiden kommt als biologischer Vater von Jesus in Frage. Josef ist eben nur der Stiefvater und Gott ist zwar der richtige Vater, aber er hat ja keinen Körper, kann also biologisch keine Kinder zeugen. Im Mittelalter hat man sich deswegen vorgestellt, dass die Materie, aus der der Körper von Jesus gemacht ist, ausschließlich von seiner Mutter Maria kommt. Und daraus kann man dann ableiten, dass auch Jesus einen weiblichen Körper haben muss. Heute würden wir vielleicht sagen, dass Jesus keine Y-Chromosomen hat. In mittelalterlicher Perspektive wird Jesus damit quasi zweigeschlechtlich. Von seiner Mutter Maria hat er einen weiblichen Körper, von seinem Vater Gott einen männlichen Geist. Oder man könnte auch sagen, als Gott ist er männlich, als Mensch ist er weiblich. Und deswegen ist es eben gar nicht abwegig, sich Jesus als Mutter vorzustellen. In den religiösen Texten wird er manchmal sogar mit weiblichen Pronomen angesprochen. Und dieses Bild von Jesus als Mutter wurde dann im Hochmittelalter auch wirklich sehr populär. In dieser Handschrift zum Beispiel beschreibt ein englischer Mönch im Original auf Latein, dass er an den Brüsten von Jesus saugen möchte und aus seinem Unterleib neu geboren werden will. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und ausgehend von solchen Bildern und Beschreibungen kann man dann zum Beispiel auch in solchen lebensgroßen Darstellungen dieser Seitenwunde das stilisierte Bild einer Vulva erkennen. Und wenn ihr das nachvollziehen könnt,
dann überleg doch mal, was es bedeuten würde, wenn der ungläubige Thomas seinen Finger in die Wunde legt. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe es nicht gemalt. Oder wenn hier eine Frau mit ihrer Lanze auf die Wunde zielt. Also ganz ehrlich, ich habe tatsächlich KollegInnen, die das so interpretieren. Für mich persönlich geht das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in den Bereich der Psychoanalyse. Man darf eben nicht vergessen, dass es in den religiösen Texten am Ende immer noch um spirituelle Fragen geht, die nur mit solchen geschlechtlichen und erotischen Bildern zum Ausdruck gebracht werden. Aber ich finde es eben total spannend, wie divers dabei die Geschlechterrollen sind. Und wie anders wir heute mit solchen Bildern umgehen, das zeigt nochmal ein relativ aktuelles Beispiel. Vielleicht haben einige von euch mitbekommen, dass es vor ein paar Jahren eine christliche Frauenbewegung gab, die unter dem Slogan Maria 2.0 für mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche demonstriert hat. Die Theologiefachschaft der Uni Freiburg, wo ich studiert habe, hat sich damals mit dieser Protestbewegung solidarisiert und dafür dieses Bild von Maria als Vulva an der Unikirche aufgehängt. Die Folge waren 2 Anzeigen wegen Beleidigung religiöser Bekenntnisse und ein übler Shitstorm von religiösen Fanatikern auf Facebook mit zum Teil ganz interessanten Ansichten. Ja. Und ich würde sagen, den Leuten, die sich hier von dieser vermeintlichen Sexualisierung der Gottesmutter beleidigt fühlen, denen müsste man eigentlich nur mal raten, sich ausführlicher mit der religiösen Literatur des Mittelalters zu beschäftigen. Ich glaube, da könnten sie noch einiges lernen. Vielen Dank. Linus Möllenbrink. Linus, dein Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt doch einiges Vielen Interessantes Dank. Gelernt. Das ist das Ziel. Gut, dann bitte ich so die Wertungsgrüppchen wieder, sich auf eine Punktzahl für den Slam-Beitrag von Linus zu einigen. Einigen Sie sich. Einigen Sie sich, einigen Sie sich, einigen Sie sich, einigen Sie sich und Pappen hoch! So, 666. Ich sehe 6 mal die 6, also 36 Punkte für Linus. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. So. Vielen Dank. Aber noch nicht ist, die Wertung ist noch nicht vorbei. Ich bitte Sie jetzt um einen Wertungsapplaus für Linus Möllenbrink. Herzlichen Dank. Theresa, 108,8. Und Mina, 109,1. Okay. Danke, lieber Linus. Vielen Dank. Dankeschön. So, wir bleiben. Nochmal deinen Applaus.